Servus und herzlich willkommen hier zur ich glaube es war uns 100. Folge Minecraft auf meinem Kanal. Ja, herzlichen Glückwunsch allen da draußen, herzlichen Glückwunsch mir zur 100. Jubiläumsfolge hier in der Season 1. Damit wird auch die Season 1 abgeschlossen und heute habe ich ein großes Special dabei, weil die 100. Folge wird mit einem Shader Mod laufen. Das heißt, wir starten das Spiel und haben demnach eine etwas coolere Grafik und da freue ich mich schon drauf, wie das jetzt hier aussehen wird, wie es wirken wird und es schaut schon ziemlich geil aus, ne? Total cooler Shit. Ja, kann man schon mal machen hier, ne? Also 100. Folge nicht ganz plain vanilla, weil ich hier dementsprechende Shader Mods drauf habe. Und ich habe keine kleinen Shader Mods drauf, sondern ich habe da schon ein bisschen hier in die Trickkiste gegriffen hier, ne? Und dann wollen wir doch jetzt mal gleich schauen, wie das Ganze hier aussehen tut, wird, machen, weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Alter, seht euch mal die Türme da oben an. Schon ziemlich cool. Links oben laufen auch die Frames per Second, also das ganze Ding rendert schon gar nicht schlecht. 75% Memory Allocated, bla 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 bla. Ach, das wird schon funktionieren. Solange wir über 25 Frames bleiben, dumm, 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 sind wir demnach auch safe. Ja, 100 Folgen Minecraft hier auf meinem Kanal. Das ist schon ganz ordentlich. Bin ich auch ein Stück weit stolz drauf. Oh nein, scheiß Creeper, springe auch kein Loch in die Wand. Und okay, da gehen die Frames ein bisschen runter. Und wie gesagt, 100 Folgen. Wir haben doch etwas geschafft. Also von zig Toten mit den scheiß Creepern über hier doch eine ganz, möchte ich behaupten, ansehnliche Baukunst. Ich bin ja jetzt ja nicht der Superbauer. Aber von dem her glaube ich, ja, jetzt brenne ich. Warum kann ich dich nicht töten? Mal kurz einen Happen reinwerfen. Zur Feier des Tages habe ich mir auch mal eine Pizza gegönnt, muss ja auch mal sein. Und wie gesagt, zum 20. Mal 100 Folgen. Ja, doch, das macht schon Spaß hier, ne? Das kann man schon machen. Und darum wird diese Folge auch mit Sicherheit keine 15 Minuten lang werden, sondern vielleicht auch eine kleine XXL-Jubiläumsfolge. Und ich kann mich nicht satt sehen hier an diesen Türmen. Und ich denke mal, der Mond ist noch da. Und kurz bevor der Mond untergeht, möchte ich darauf gehen und möchte das Ganze auch wirken lassen. Beziehungsweise lasst uns doch gleich mal hochgehen. Barney, Barney und Barney sind auch noch brav da. Das Wasser läuft schon runter. Blub, blub, blub. Und da ist es. Oh ja, unbedingt, bevor wir darauf gehen, möchte ich. Lass mich damit durch. Lass mich hier durch. Dankeschön. Möchte ich doch auch gerne mal die Zaubergrotte ansehen, inwieweit das jetzt hier wirkt, wie das aussieht. Und es gefällt mir schon sehr gut. Das haben wir schon gut gemacht hier, ne? Kaum spielt man mal 100 Folgen, sieht das Kaffee doch ganz ansehnlich aus. Ja, Pferd, du musst leider hier bleiben, du passt hier nicht durch. Also mir gefällt es sogar sehr gut. Wie viele Pfeile haben wir denn noch dabei? 20 Pfeile. Da können wir uns dann doch noch etwas verteidigen. Vor allem gegen... Wo bist denn du? Ja. So, schön. Schön ist er. Fallen wir auch gleich mit runter. Sehr gut. Und der Mond ist noch da und seht euch das mal an. Also dieser Shader. Schon sehr nice hier, ne? Und ihr könnt euch auch schon mal vorbereiten auf morgen, denn morgen wird es ein großes Packaging Opening geben, ein großes Unboxing, weil die Amazon Echo gekommen ist. Hat zwar jetzt nicht viel mit Minecraft zu tun, aber die werde ich morgen auspacken und da freue ich mich schon drauf. Ich habe heute schon mal ganz kurz ein bisschen am Paket geschnuppert. Wird ganz spannend, schaut morgen auf jeden Fall mal rein, da wird dieser Vlog kommen und
Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und hier sind jede Menge. Ich bleibe jetzt einfach stehen und warte, bis die ganzen Deppen brennen. Und jetzt brenne ich da auch wieder ein bisschen, ne? So. Hat du Schwein getötet? Nein. Hat du nicht Schwein getötet? Und dann sehen wir uns das Ganze an. Und ich möchte auch gerne von euch, wenn ihr jetzt noch fleißig zuschaut, lasst einfach den Like-Button da, dass die Season 2 weitergehen soll und möchte. Und schreibt mir mal in die Kommentare rein, das würde mich mal brennend interessieren, was ihr von diesem Shader Mod halt. Soll man den einfach drauf lassen, jetzt für Season 2 einfach mal Season 2 Advanced nennen und nicht direkt Plain Vanilla spielen, sondern einfach hier mal auch ein bisschen mit Shader Mod spielen. Gefällt euch das besser? Was sagt ihr dazu? Oh, der war schnell erledigt. Gefällt euch das besser? Smasht den Like-Button, wenn euch eine zweite Season gefallen würde. Und schreibt in die Kommentare rein, ob ihr denn gerne eine weitere Season sehen möchtet. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da viele Kommentare von euch bekommen würde, weil ja, ich persönlich hätte schon übelst Lust, hier weiterzuspielen und das Ganze mal anzuschauen und mal schauen, wo wir weiterkommen, wie es weitergeht. Es muss Nether gemacht werden, Zaubertränke müssen gemacht werden und so weiter und so fort. Also es gibt noch jede Menge zu tun. Und wow, jetzt hat es ganz kurz geleckt. Sorry dafür, Spinne. Ja, es hört schon, oder? Mit dem Bogen. Nein, daneben. Alter, treffe ich den jetzt oder nicht? Jetzt hat's ihn. Jetzt hat's ihn und weg ist. Und jetzt geht auch die Sonne auf, meine Damen und Herren. Leute, jetzt kommt der spannende Moment. Auf den habe ich mich jetzt ehrlich gesagt doch schon... Komm schon, Spinne. Jetzt nicht. Ich bin mitten in der Aufnahme. Du lästiges Kackvieh. Und ich versäume den ganzen Sonnenaufgang wegen dir. So. Und darauf habe ich mich jetzt schon gefreut, dass ich hier den ersten Sonnenaufgang mit diesem Shader-Mod erlebe. Ich habe ihn erst installiert und kurz ausprobiert. Hier geht der Mod unter und hier geht die Sonne auf. Und seht euch das an, was das für ein Effekt ist. Da müssen wir doch hier einfach gleich mal hier, ne? Mal gleich einen kleinen Screenshot aufnehmen, weil das ist natürlich schon ziemlich fett. Also cooler geht's ja fast. Jetzt seht euch die Wolken an, also. Schon lässig, muss ich ganz ehrlich sagen. Blauer Himmel, leichte Wolken. Das Feuer brennt. Und die Sonne steigt hoch und es kommt jetzt dann der Tag zurück. Der Tag erwacht. Und wow, seht euch mal diese Schattenwirkung an, wenn hier die Berge hier, wo ich mit dem Steuerpfeil drauf gehe, wie die Schatten hier drauf sind, wie sich das alles gibt. Schon saugut. Wow. Unglaublich. Ganz toll. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Da kann man aufbauen drauf, ne? Da kann man jetzt wirklich mal Gas geben. Da können wir jetzt dann schauen, wohin uns die Welt die Reise so bringt. Warum bremst du nicht? Hm? Das hat jetzt sein müssen, oder? Dass du mich noch ganz kurz schnell hier ankugelst. Was sind das? Pilze, Bücher braucht man noch. Wir waren ja alle im Dorf und haben uns wieder nach Hause gefunden. Eine blaue Orchidee habe ich mitgenommen. Den Kessel, ich habe jetzt eigentlich nichts zum Wegwerfen. Also kann ich hier dort auch gar nicht mitnehmen. Ich möchte mich jetzt eigentlich auch von nichts trennen. Also bleibt einfach die goldene Hose hier. Seht euch das mal an. Ist das nicht ein Schauspiel ohne Ende? Ich glaube also für die nächsten Aufnahmen, wenn es so weitergeht, dann muss ich hier diesen Junk etwas zurückdrehen, dass ich nicht ganz so weit sehe. Weil mit 26 Frames per Second, da eiert man schon wirklich... schon ziemlich an der Grenze rum. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wenn wir nicht ganz so weit sehen, dann sollte das auch soweit in Ordnung sein, oder?
Ich habe es einfach mal für die Aufnahme eingestellt. Jetzt sehen wir nicht ganz so weit. Aber die Frames sind soweit cool. Kann ich leben damit? Das ist soweit okay. Das baut sich auf. Oder? Kann ich da leben damit? Ein bisschen vielleicht noch mehr. Ein bisschen mehr 21 ist dann schon. Die extreme Sichtweite ist ja Resonanz auf einen Blabla-Wert über 16 Funktionen. Nur im Einzelspiel oder wo das weit 256, was hat er gesagt? 32 extrem, 512 Meter am langsamsten, bla 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 bla. Ich will das aber so haben, weil mir das so gefällt. Jetzt baut sich das Ganze auch noch auf. Ist klar, das muss ich die ganzen Chunks hier nachladen, aber nichtsdestotrotz ist es ein wunderschöner guten Morgen und da bin ich. Hallo. Da winke ich unten, da ist mein Schatten, der winkt. Ist wirklich geil. Also dieser Shader-Mod, ich kann ihn euch gerne bei Wunsch unten verlinken, wie dieser Shader-Mod heißt. Ich bin ja immer noch... Warum bist jetzt du noch da am Leben? Ha? Komm, 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 da schieße ich dir den Schädel weg, mein Freund. Kann ich euch sagen, wie der heißt? Ich habe auf jeden Fall immer noch die Version 1.10.2 und das wollte ich auch für die ganze Season hier so lassen. Nichtsdestotrotz werde ich dann Season 2 definitiv auf 1.11 updaten, weil es einfach neue Funktionen gibt und neue Viecherl gibt und alles ist soweit total cool. Das ist schon, ziemlich gut. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Du legst lauter Eier. Darauf kann man aufbauen. Macht Spaß. Viel Produktives wird es heute, denke ich mal, nicht geben. Soweit haben wir die ganzen Bauarbeiten abgeschlossen. Ich werde jetzt einfach mal ins Haus reingehen und mein Inventar leeren. War da hinten was beim Pferd? Nein. Und mein Inventar mal leeren, weil ich doch wieder unendlich viel Crap dabei habe. Da heißt wieder Crap am Start und Kartoschkis sind hier da. In der Handwerkskammer kann natürlich nichts sein, ist logisch. Was haben wir hier? Lashes, die legen wir dann hier dazu. Knochen legen wir hier auch rein. Haben wir da irgendwas, was wir dazulegen könnten? Nein. Den rohen Lachs werde ich zukünftig mitnehmen. Die Enderperle brauche ich auch. Den ganzen Quatsch, den schmeiße ich hier rein. Die Pilze lege ich hier rein. Eigentlich kann ich alles hier reinlegen, oder? Wir haben noch weit unten ja auch noch was. Da schauen wir mal, wie das Ganze hier drunter wirkt. Es ist schon ziemlich mystisch hier, ne? Da haben wir dann Bücher. Die schmeißen wir dann hier rein. Was ist dann hier? The Dirt. Da ist wieder eine leere Truhe. Da ist der ganze Netherquatsch drin. Habe ich noch irgendwas? Ich habe auch noch ein Bett dabei. Und die Syrosenplatte legen wir oben zu den Orchideen rein. Und dann denke ich, hat sich der ganze Spaß auch. Sei es wie es sei. Muss ich auch noch ganz kurz hier reinschauen. Ja, das macht schon ordentlich Laune hier. Nicht, dass das dann hier so toll beleuchtet ist. Gut, da muss man gleich mal raufschauen. Wie sieht es denn hier aus? Das ist schon geil. Das ist echt geil, ne? Aber da könnt ihr euch mal vorstellen, wenn hier der Shader-Mod läuft und noch weitere Skin-Packs und wie es alles heißt, hier am Laufen ist, dann braucht man schon ein bisschen Power in der Maschine. Und wenn ihr wollt, dann werde ich das Ganze auch in der HTC mal testen, ob das überhaupt performant ist. Nicht, dass es dann ein Geh runter jetzt da, ein ewiges Geruckel ist und ein Geeiere. Da habe ich da auch nicht so viel Bock drauf. Schwarze Pulver ist hier rein, das brauchen wir noch. Stein auf Stein nehmen wir mit, den Lava-Eimer nehmen wir mit. Wir nehmen einfach alles mit. Dirt zum Hochbauen, dann haben wir hier noch ein bisschen, ne? Da haben wir gebratenes Hammelfleisch. 14 Pfeile, das ist auch noch alles am Start. Das ist alles im grünen Bereich, so wie ich mir das vorstelle. Und dementsprechend habe ich Spaß. Ich möchte auf jeden Fall danken, dass ihr so fleißig zugesehen habt, dass ihr 100 Folgen mit mir ausgehalten habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin am Start bleibt und mehr von mir sehen wollt. Das würde mich wirklich freuen, wenn ihr das Ganze auch so macht. Und wo bin ich denn hier? Mit meiner schönen Deer-Chest kann man sagen, dass das Ganze alles hier so, ne? Muss man mal sagen hier, dass das alles so, keine Ahnung, was ich sagen wollte, liebe Freunde. Aber trotzdem, danke, vielen Dank
für die zahlreichen Likes, die ihr gegeben habt, für die zahlreichen Views, die ihr gemacht habt. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Und jetzt schauen wir noch ganz kurz ins Neta rein, wie dieser Shader-Mod im Neta ausschaut. Das wird schon mal gleich um auf Eisenschwert, wer weiß ja, was es da wieder blüht. Ja, da hat er schon ein bisschen zu kämpfen da. Oh, cool. Sehr cool, oder? Ist ja total crazy. Ganz schön düster. Oh, da kackt er aber ganz schön ein mit den Frames hier, ne? Da muss man mal schon ein bisschen lieber Butter bei den Fische. Ne? Mhm. Nett. Was machst du denn hier im Neta? Neta-Schwein? Kannst du mir das verraten? Gehen wir wieder zurück. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben wir auch noch Regen. Das ist optimal. Aber somit schaut das schon ziemlich mystisch cool aus hier, ne? Aber da sehe ich das zweite Leuchtfeuer nicht. Jetzt sehen wir das zweite Leuchtfeuer. Das ist natürlich auch eine Aufnahme wert, die wir machen müssen. Dudelhund ist auch drauf. Sehr gut. Dann haben wir das. Wie gesagt, schaltet ein. Ich werde jetzt da mal so 2-3 Tage Pause machen mit der nächsten Staffel, je nachdem wie viel Likes und Kommentare hier rein smasht, je mehr, desto schneller kommt dann auch quasi die zweite Staffel hinterher. Zwischendurch gibt es ja was anderes, ich spiele aktuell Polybridge, GTA weiterhin, und was mir eigentlich sonst noch einfällt, kommt weiterhin, also bleibt auf jeden Fall am Channel drauf. Und wie gesagt, wenn ihr das erste Mal hier seid, würde mich freuen, wenn ihr den ganzen Channel abonniert. Es wird noch vieles, vieles mehr kommen. Noch viel mehr mit der HTC Vive. Definitiv. Wir haben unsere nächste Aufnahmesession bereits schon abgeschlossen. Für die nächsten Folgen Minecraft VR und sonstige weitere Spiele werden kommen. In diesem Sinne, danke. Hat mich gefreut und ich wünsche euch was. Habt einen schönen Morgen, schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr hier gerade einschaltet. Und mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich bin weg, ihr seid draußen, ich wünsche euch was. Servus!